Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder 5 Tipps, besser gesagt, Vorteile eines E-Book-Readers. Nein, dieses Video wird nicht gesponsert oder sonstiges, aber ich werde sehr häufig zu meinem E-Book-Reader befragt, ja, ob ich diesen bevorzuge, ja, warum ich lieber E-Books vielleicht sogar mir zulege als echte Bücher und so weiter. Und jeder, der so ein bisschen mit dem Gedanken spielt, sich einen E-Book-Reader zuzulegen, dem möchte ich heute einfach noch 5 tolle Argumente geben, um sich vielleicht das doch nochmal richtig gut zu überlegen und oder vielleicht gar nicht mehr so lange darüber nachzudenken und sich einen E-Book-Reader zu holen. Denn ich, und das ist wirklich etwas ganz, ganz Großes in meinem Bücherleben, ich liebe meinen E-Book-Reader wirklich sehr. Denn erstens, ich könnte meine ganze Bibliothek in der Tasche herumtragen. Ich habe all meine Bücher, mehr oder weniger, die ich als E-Book habe, auch auf meinem Reader. Da ist so viel Speicherplatz, dass, keine Ahnung, über tausende von Büchern drauf passen. Und wenn man jetzt anfangen würde und sich nur noch E-Books holen würde, könnte man irgendwann die Bücher im Regal abschaffen und man könnte alle mit sich herumtragen. Das ist mega praktisch. Man hat eine Auswahl immer auf seinem Reader. Man trägt wirklich alle Bücher im Grunde mit sich herum. Der Speicher ist, glaube ich, sogar noch erweiterbar. Also das ist für mich wirklich ein Riesenvorteil, diese Platzeinsparung, dass ich die Bücher nicht mehr im Regal haben muss, sondern sie wirklich einfach mit mir in so einem kleinen Gerät umhertragen kann. Das zweite und wirklich tolle Argument sozusagen für mich ist, dass mein E-Book-Reader beleuchtet ist. Das heißt, er hat ein integriertes Licht. Das heißt, ich kann im Dunkeln lesen, ganz egal, ob das Licht im Zug dunkel wird, ob im Auto, natürlich nicht, wenn ich der Fahrer bin, egal, ob im Flugzeug, ob nachts im Bett und nebenan schläft jemand, das ist vollkommen egal. Ich habe ein kleines integriertes Licht, das leuchtet wirklich wie halt ein Bildschirm auch. Und ich kann den auf meinem E-Book-Reader runterdimmen, heller machen, was auch immer, ausschalten natürlich. Und ich finde das mega, mega praktisch. Ich brauche keine kleine Leselampe mehr. Ich muss da kein Licht anschalten. Ich muss morgens, wenn ich lese, nicht den Rollo erstmal hoch machen, um dann im Grunde Tageslicht reinzulassen. Sondern nein, ich schalte das Gerät an, habe Licht, habe ein sehr sanftes, dezentes Licht. Das ist für mich auch kein so Aufreger, Aufputschlicht, wie es ja oft auch das Smartphone zum Beispiel ist. Ich bin da absolut begeistert und finde das wirklich mega, dass man ja eben auch so ein integriertes Licht haben kann. Und das ist für mich wirklich ein großer, großer Vorteil. Der dritte Vorteil-Tipp ist, der Lesestoff geht nie aus. Es gibt so viele Bücher als E-Book. Man kann immer wieder auf seine E-Book-Bibliothek zugreifen. Man kann von unterwegs zum Teil, wenn man WLAN hat, eben auch auf die Shops zugreifen. Man kann sich die Bücher direkt über die Cloud herunterladen auf sein Gerät. Man kann immer, immer lesen. Man trägt eben nicht nur ein Buch vielleicht in der Tasche mit sich herum, sondern hat vielleicht 10 Bücher, die man auf dem Sub-Stapel ungelesener Bücher hat, eben wirklich auf seinem Reader. Und man kann immer variieren. Ich kann morgens auf der Hinfahrt zur Arbeit das eine Buch lesen, heimwärts habe ich Lust auf das andere, lese ich das, abends sitze ich irgendwo, lese dann mit dem dritten Buch weiter. Also ich habe so viele Varianten, der Lesestoff geht nie aus, außer ich habe natürlich keinen Vorrat irgendwie angelegt, dann geht er natürlich aus. Aber sonst kann ich da immer drauf zugreifen, habe immer alles dabei und das finde ich auch mega, mega praktisch. So auch der vierte Tipp, dass wenn ich mitten in einer Reihe stecke und zum Beispiel eine Trilogie lese und der erste Teil hat mich gepackt und gefesselt, kann ich direkt weiterlesen. Jetzt kann man natürlich sagen, natürlich kann man auch jetzt in den Buchhandel gehen, kann sich den zweiten Teil holen, in der Hoffnung, dass es ihn also gerade auch vor Ort zu diesem Zeitpunkt gibt. Aber stellt euch mal einen Sonntag vor oder einen Feiertag oder nachts. Man ist um 22 Uhr mit seinem Buch fertig und denkt sich, ach, eigentlich hätte ich jetzt noch eine Stunde Zeit und Lust. Ich will unbedingt wissen, wie diese Reihe weitergeht. Man geht im Grunde auf die Seite, wo man seine E-Books sich kauft. Dabei ist es ganz egal, ob man einen Kindle hat oder einen Tolino. Geht auf die Seite, holt sich das Buch und kann nahtlos weiterlesen. Und das ist mir tatsächlich, seitdem ich meinen E-Book-Reader habe, bestimmt schon 8, 9, 10 Mal passiert, dass ich so dankbar darüber war, dass ich ja jetzt im Grunde einfach weiterlesen kann, dass ich nicht mich erst anziehen muss, in den Laden gehen muss, mir das Buch holen muss. Wenn man es bestellen würde, ganz egal wo oder wie, auch da würde man warten. Nein, ich gehe auf die Internetseite, lade mir das E-Book da runter und kann es direkt lesen. Mega, mega praktisch und mir hat das eben schon ein paar Mal das Leseleben gerettet, weil ich einfach in der Reihe weiterlesen konnte und das finde ich einfach immer großartig. Auch sind, und das ist der letzte Tipp, E-Books in der Regel günstiger als die echten Bücher. Gerade bei Self-Publishern hat man wirklich
wirklich eine Preisspanne, ich sag mal bis so zu 5 Euro, dass man diese E-Books im Grunde käuflich erwerben kann, was ich wirklich toll finde, finde ich einen mega Preis, finde ich auch absolut angemessen. Hinter einem E-Book steckt für einen Self-Publisher auch Zeit, Geld und ja, überhaupt auch Energie. Ich finde das absolut in Ordnung, wenn ein E-Book um die 4-5 Euro kostet. Verstehe es tatsächlich manchmal nicht, wie Leute schon einen Euro eigentlich zu viel für ein E-Book finden können, kann ich einfach nicht nachvollziehen. Wenn man alleine darüber nachdenkt, was irgendwie ein Kaffee to go irgendwo kostet. Aber gut, diese Thematik wollen wir hier gar nicht aufmachen. Ich mag es sehr gerne, dass E-Books günstiger sind. In der Regel sind sie zum echten Buch 3-4 Euro günstiger. Ist meiner Meinung nach eigentlich noch zu viel. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Spiegelstadt. Die hat ja, glaube ich, als Hardcover um die 28 Euro gekostet. Das E-Book war dementsprechend nur 4 Euro günstiger und für eine Datei 24 Euro, die einem ja noch nicht mal wirklich gehört, weil es ist ja nur das Leserecht, was man eigentlich erwirbt, finde ich, ist schon ganz schön teuer, aber in der Regel ist eben das E-Book günstiger als das echte Buch. Man kann sich also ein bisschen was sparen. Natürlich muss ich erstmal einen E-Book-Reader kaufen und bis man im Grunde den Kaufpreis vom E-Book-Reader wieder drin hat, wird es 2022 E-Books kosten, a 4 Euro, wie auch immer, oder 5 Euro, je nachdem, wie man das rechnen möchte. Je nachdem, na, wenn ich jetzt mehr Self-Publisher kaufe und so weiter, die Rechnung könnt ihr selbst aufmachen, aber ich spare mir da immer ein bisschen Geld nach der Anschaffung natürlich des eigentlichen E-Book-Reader. Auch ein Argument, was ich wirklich toll finde und gerade die Self-Publisher, die ich entdecke, oder es gibt ja oft auch E-Book-Schnäppchen, wo man eben auch einfach mal zugreifen kann, um vielleicht ein neues Genre, einen neuen Autor zu entdecken. Auch da gucke ich mich gerne um. Ja, und das waren sie nun, meine 5 Vorteile, E-Book-Tipps, wie auch immer man das nennen möchte, zu E-Book-Lesen. Ich habe ja selbst einen Tolino, ich habe den damals in der Thalia gekauft und ich kaufe auch fast alle meine E-Books über thalia.de. Ab und an greife ich natürlich bei den Self-Publishern auch auf Amazon zu und man kann dann ja dieses Format in der Regel, wenn sie nicht kopieren, nein, schreibgeschützt sind, kann man diese auch umwandeln. Das geht relativ unkompliziert, einfach damit sie dann auch auf meinem Tolino funktionieren, beziehungsweise kann man dann natürlich auch auf einem Handy oder einem Tablet sich die Amazon-App herunterladen, kann natürlich da auch E-Books lesen. Ich finde, E-Books haben mein Leseleben auf jeden Fall bereichert. Ich möchte sie nicht mehr missen. Allein diese große Auswahl, die man einfach hat, die einfach auch platzsparend ist, dass für mich einfach diese großen Argumente sind. Und ich liebe meine E-Books. Möchte jetzt natürlich auch von euch hören, was spricht bei euch für die E-Books. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Habe ich irgendwas ganz Wichtiges vergessen, dann ebenfalls ab damit. Lasst uns da gerne ein bisschen in den Austausch kommen. Und schreibt mir auch gerne mal, ob ihr ein Fan von E-Books seid. Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Würde mich wirklich brennend interessieren und ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß mit diesem 5-Tipps-Video. Lasst mir gerne auch einen Kommentar zu der eigentlichen Reihe da, wenn ihr wollt. Ich danke euch jetzt schon für den Austausch. Danke euch fürs Zusehen und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.